Die Stadt Hoyerswerda hat am Freitag für das neue Oberschulzentrum im WK1 einen Förderbescheid in Höhe von knapp 699.000 Euro bekommen. Umweltstaatssekretär Herbert Wolf übergab Bürgermeister Thomas Delling in der ehemaligen Aula die entsprechenden Unterlagen. Das Geld stammt aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Mit den jetzt zur Verfügung gestellten Mitteln werden an dem denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Gymnasiums die Fassade, die Fenster und die Türen energetisch saniert sowie das Dach gedämmt. Später soll auch noch ein Erweiterungsbau für weitere 8,6 Millionen Euro errichtet werden. Erste sichtbare Maßnahmen werden Anfang kommenden Jahres die Rodung des Wildwuchses, die Entkernung des Objektes und der Abriss der alten Turnhalle sein. Hierfür stehen 400.000 Euro aus Stadtumbaumitteln bereit.